Straße der Schätze. Schritt für Schritt bewege die Treppen. Ich hoffe, dass ich dieses Level dieses Mal beenden kann. Beim letzten Mal hatte ich es nicht hingekriegt gehabt. Aus zeitlichen Gründen. Ich war kurz vor dem Ziel. Das hat aber ziemlich lang gedauert. Ich muss ja hier original auf dieses Minispiel klarkommen. Es reicht nicht einfach aus, eine Treppe mitzunehmen und sich zu denken, okay, mit dieser Treppe werde ich den Schalter jetzt bedecken. Nein, nein. Es gibt schon bestimmte Treppen, die man auswählen muss. Ja, zum Beispiel jetzt. Diese Treppe ist nicht für diesen Schalter geeignet. Okay, kein Problem, Mann. Hier erstmal alles kaputt machen. Umfallen, drisch. Ich glaube, ich passe da nicht rein. Ich denke aber, diese Treppe gehört zu diesem Schalter. Ja, sieht gut aus. Dann sollte diese Treppe zu diesem Schalter gehören. Ich meine, man kann das ja auch gerade leicht erkennen. Schaut mal, in welche Richtung diese Treppe schaut. In diese Richtung, also geradeaus. Nice, gut gepuzzelt. Bloß nicht auf den falschen Knopf drücken. Im Moment spiele ich sehr viele unterschiedliche Spiele. Da kann es sein, dass ich hin und wieder mal Probleme mit der Steuerung oder mit den Steuerungen habe. Ich glaube, diese Treppe lasse ich erstmal in Ruhe. Ich nehme diese Treppe mit. Umfallen. Drsch. 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 Geil. So, und jetzt? Okay. Wo gehört diese Treppe hin? Reicht das? Okay. Warte mal, vielleicht brauche ich diese Treppe nochmal, um diese Blöcke da kaputt zu machen. Oder, warte mal, ich erkenne es gerade. Ich erkenne es gerade. Ich glaube, diese Treppe hier... Ah, jetzt checke ich das. Warte mal, diese Treppe muss hier hin? Nee, das wäre nicht gut, wenn ich das jetzt schon mache, weil... Ich zeige euch mal, was meine Absicht ist. Hier, ich nehme erstmal diese Treppe mit. Passe ich da durch? Ja. Gut, ich denke, diese Treppe gehört zu diesem Schalter. Nein, spuck aus. Sehr gut. Okay, ich muss mich echt beeilen. Beeil dich. Sehr schön. Raus. Raus, raus. Beeil dich. Beeil dich. So. Okay. Komm schon. Komm schon, ich habe noch gute 20 Sekunden Zeit. Sehr gut. Raus da. Schnell, schnell, schnell. Das könnte echt knapp werden. So ähnlich sah das auch beim letzten Mal aus. So. Ausspucken. Hoch, hoch, hoch. Schnell. Nice. Oh, Gott sei Dank. Ich hab's geschafft. Seltener Stein. Hui, das war aber anstrengend. Aber wenn man das Level zu Ende gebracht hat, ist die Freude umso größer. Okay, ich war lange nicht mehr hier in dieser Welt. Die ewig blaue Küste. Welt 2. Wo war ich schon, wo war ich noch nicht? Ich glaube, ich gehe einmal kurz am Anfang zurück. Ja, von hier aus geht's los. Okay, Naturebenen haben wir uns schon bereits angeschaut. Ach, wie schön das Spiel ist. Hier war ich auch schon. Einsamer Strand. Betoninseln. Bohrer Schatz, ich glaube, hier war ich auch schon. Ja, okay. Eine Bestzeit ist schon vorhanden. Vielleicht gibt es hier etwas, was ich noch nicht entdeckt habe. Ich habe hier gerade was gesehen. Suchen. Ui, nice, eine rote Münze. Hat sich gelohnt. Okay, was haben wir denn hier? Nicht, dass ich etwas übersehen habe. Wertschatz, da sollte ich auch schon gewesen sein. Ja. Boah, die Weltkarte ist schon schön. Normalschatz, da war ich auch schon. Okay, ich glaube, so wie es aussieht, bin ich hier mit diesem Abschnitt durch.
Ah, okay, es gibt noch einige Missionen, um die ich mich kümmern sollte. Das kann ich ja entweder zwischendurch machen oder wenn das Let's Play zu Ende geht. Dann kann ich ein paar Streams raushauen oder extra Parts. Okay, hier ist das letzte Level. Da war ich eben gerade. Was fehlt mir denn? Hier ist bestimmt was. Okay. Warum komme ich gerade nicht voran? Warum komme ich gerade nicht voran? Zu Waddle Dee statt zurückkehren? Nee, noch nicht. Wobei, das können wir gleich tatsächlich machen. Weil Kirby hat jetzt sein Haus am Start, da er 50 Waddle Dees befreit hat. Und da gibt es noch eine neue Angelegenheit, die kann man sich anschauen. Oder wisst ihr was? Wir machen das jetzt tatsächlich. Wir kehren kurz zurück. Und dann schauen wir uns mal Kirbys Haus an. Und dann noch das, was jetzt neu dazugekommen ist. Okay. Im Kino waren wir schon. Oh, was gibt es hier? Ah, ich habe gerade bisher nur 51 Waddle Dees befreit. Ist dieser Shop neu? Ich glaube, dieser Shop ist neu. Hallo. Und willkommen beim Waddle Dee Lieferservice. Ja, der ist neu. Der Laden hier. Wir liefern Geschenke direkt bis an die Haustür. Man bekommt Geschenkcodes. Solltest du Geschenkcodes finden, kannst du sie hier eingeben und wir bringen die entsprechenden Geschenke ruckzuck zu dir nach Hause. Wie cool. Apropos Geschenkcodes. Ein paar von ihnen sind hier bei uns in der Stadt versteckt. Also halte ruhig die Augen offen. Ach was. Ach ja, und manche werden sogar online bekannt gegeben. Wir müssen nur eine Online-Verbindung herstellen, um sie einzulösen. Ist ja cool. Willst du es gleich mal ausprobieren? Aber sicher willst du das. Ich habe einen Geschenkcode an der Hauswand gegenüber hinterlassen. Nimm die Wand am besten gleich mal genauer unter die Lupe. Okay, das mache ich tatsächlich, Leute. Alle Geschenkcodes, die du hier in der Stadt findest, kannst du auch offline eingeben. Toll, oder? Du besitzt nicht schon einen Geschenkcode, den du eingeben magst? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich drücke mal auf Nutzen. Vielleicht habe ich ja tatsächlich schon einen Geschenkcode. Alles klar, dann gib nun bitte den Geschenkcode ein. Ah, okay. Ich dachte, Kirby hat da den Geschenkcode auswendig gelernt. Ich mache mir erstmal einen Code klar. Hey, ich habe doch auf Nein gedrückt. Ah, ich sollte auf Ja drücken. Okay, Waddle Dee Bote. Ich schaue gerne wieder vorbei. Wo ist denn dieser Geheimcode? Was steht denn da geschrieben? Mal sehen. First Password. Ist das etwa ein versteckter Geschenkcode? Probieren wir das doch gleich aus. Okay. Nach dem Part checke ich ab, ob ich irgendwas am Start habe. Ich kann mich daran erinnern, die Demo-Version einmal Let's Play zu haben. Und ich glaube, durch die Demo-Version hat man auch etwas Zusätzliches erhalten. Okay. Ich weiß nicht, ob man auf die Großschreibung achten muss. Warte mal, das geht auch so. Ich frage mich die ganze Zeit, wie geht das nochmal? Hey! Warte mal, so vielleicht? Die Buchstaben permanent groß angezeigt werden. Wie geht das? Geht das nicht? Ah, doch. Oder? Naja, was soll's. Dann drücke ich einfach auf den Stick. Bin ja schon fast fertig. Jetzt nur noch zwei Buchstaben. Nice, geschafft. First Password. Prima, dieser Code ist gültig. Dein Geschenk ist unterwegs und sollte bald vor deinem Haus liegen. Ja gut, dass wir hier vorbeigeschaut haben. Ach was. So geht das also. Komm Kirby, da freust du dich, ne? Da ist dein Geschenk. Ein Geschenk mit diesem Geschenkcode traf ein. First Password. Es enthielt 100 Sternmünzen.
Okay, nice. Und wie sieht das Haus von Kirby aus? Ja, nice, voll chillig. So stelle ich mir mein Let's Play-Zimmer vor. Mein PC würde hier stehen. Ja. So neben dem Bett wäre das nicht gut. Geil. Kann ich schon schlafen gehen? Nice, das geht wirklich. Auf einmal gibt es hier ein verstecktes Level. Nein, doch nicht. Ich wollte es einmal ausprobiert haben. Okay, was kann man sich hier noch auf die schnelle Welle anschauen? Ah, ich kann ja hier ein bisschen üben. Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Okay. Mit R, L, ZL und ZR duckt man sich. Ach ja, hier war so ein Automat am Start. Überraschungsautomatengasse. Knauf drehen. Eine Tulpe. Nochmal. Ich habe über 2000 Sternmünzen am Start. Zweimal? Oder besitze ich jetzt dieses Item zweimal? Oh! Kuppelstopfer Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte, und kann sich nun auch mit Kuppeln vollstopfen. Mund auf, Kuppel rein. Und dann so lange drehen, bis sie mit einem Plop aufspringt und ihr Geheimnis preisgibt. Was sich verbirgt? Nun, das muss Kirby selbst rausfinden. Ah, okay, immer wenn ich etwas Neues bekomme, wird uns ein Text angezeigt. Melone. Okay, diesmal wurde uns kein Text angezeigt, aber da stand neu. Es kann auch sein, dass ich eben gerade etwas Falsches gesagt habe. Sorry. Okay. So. Was machen wir jetzt? Ja, ich würde, um ehrlich zu sein, mit dem Spiel weitermachen wollen. Ort der Ankunft. So, weiter geht's mit der zweiten Welt. Was habe ich eben gerade nicht verstanden? Nee, warte mal, wie kehre ich ganz normal in die zweite Welt zurück? Okay. Muss ich das jetzt so machen? Ein Augenblick, Leute. Ja, ich meine, ich könnte hier ein paar Sternmünzen klar machen. Ich habe ja eben gerade welche ausgegeben. Ja, so hat das tatsächlich angefangen. Einsaugen. Ach, hier wird das einem nochmal beigebracht, alles. Aber wait. Wie komme ich hier raus? Das ist doch nicht der erste Part. Ja, genau. Daran kann ich mich erinnern. Aber hier will ich gar nicht sein. Abschnitt verlassen. Ah, okay. Okay, alles klar. Da muss ich hin. Ach, wie crazy ich doch bin. Alles klar. Gut. Dann hätten wir uns einmal auch den Ort der Ankunft angeschaut. Und weiter geht's hier mit der zweiten Welt. Okay. Wo mache ich den Fehler? Nein. Nein! Was habe ich übersehen? Oder was fehlt mir noch? Hä? Ich meine, von hier aus sollte ich die dritte Welt erreichen. Wettertor auf dem Zementgipfel. Wo ist denn dieses Level? Ach was! Okay. Muss ich wieder dieses Level spielen? Okay. Ich glaube, dieses Level habe ich noch gar nicht gespielt. Dann machen wir das.
kann mich, um ehrlich zu sein, auch nicht an dieses Level erinnern. Anders kann ich mir das Ganze auch nicht erklären. Bei den anderen Leveln wurde mir ja was angezeigt. Nice, Eagle, Kirby. Oh, heftig. Das ist so geil. Boah, schaut euch mal das Spiel an. Ich muss schon ein wenig an Super Mario Odyssey denken. Es bockt aber. Das Spiel kann man auch noch in 10 Jahren spielen. Entferne 3 gesuchte Poster. Okay, pass auf. Ei, ich wollte aufpassen. Komm schon. Eagle Kirby ist am Start. Hey, wie lange dauert das? Ach, man muss ja auch die Items einsaugen. Leute, ich muss original reinkommen. Ich habe das Spiel das letzte Mal irgendwann im letzten Jahr gespielt. Irgendwann habe ich angefangen, Shiny Pokémon zu hunten. Und bin voll drauf hängen geblieben. Upsi. Oh. Du hast die Krimskrams Eagle Blaupause erhalten. Bring sie zu Waddledees Waffenladen, um damit die Spezial Power Eagle zu entwickeln. Mega cool. Ich hoffe, dass ich das nicht vergesse. Irgendwann im nächsten Part könnte ich das ja machen, hoffentlich. Oh. Bam. Du hast keine Chance, Kollege. Oh, was haben wir denn hier? Ja, immer schön gut umsehen. Und auch ein bisschen ausprobieren. Manchmal passieren Sachen, die findet man nur dann heraus, wenn man sie einfach gemacht hat. Nice. Da unten war ich doch schon, ne? Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Boah. Schrankstopfer. Hey, da ist ein Waddledee. Nice, ich rette dich. Es gibt 4 versteckte Waddledees. Eieiei. Die Missionen in den Leveln sind auch mega gut. Ja, man kann die Level einfach ganz normal durchspielen oder man kümmert sich auch um die Missionen. Das ist so spaßig. Was ist denn hier? Oh, cool. Ich dachte schon. Und gut, dass man hier auch nicht unter Zeitdruck ist. Also es gibt ja hier keine Zeitangabe. Man kann das Level quasi auch in 40 Minuten beenden, wenn man möchte. Ist auch entspannt. Mal was anderes. Milch! Yeah, Milch ist gut, Mann. Komm doch. Was ist denn das? Boah, wie cool. Wie cool, Mann. Boah. Okay, alles klar, die Fähigkeit flasht mich. Komm her, Mann. Oh, ein Pokémon. Pikulenze. Boah, ey, nein. Gib mir meine Fähigkeit zurück. Chakram-Boomerang. Boah, das macht echt Spaß. Jetzt, da ist die Chance, Kirbylein. Achso, so heißt die Form. Chakram Boomerang. Aber der Gegner heißt Federina. Boah, die Attacke. Die Fähigkeit. Mega cool, Mann. Hey, du musst angreifen, Kirby. Nein. Kirby, Kirby. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut, Kirby. Boah, ist das spaßig. Das macht so Spaß. Was ist denn das, bitteschön? Werde ich jetzt zu einer Ente? Power ablegen mit Y. Yeah, geil. Oha, wie lange geht das denn? Nice. Hey, da ist ein Oktopus. Oh, sweet. Ja, der Kollege ist am Lachen, aber mal gucken, wie er jetzt reagiert. Oh, ich habe ihn besiegt. Boah, was für eine coole Fähigkeit. Macht voll Spaß. Ah, die Sternmünzen muss ich nicht holen. Okay. Satan. Oh. Ey, hör doch auf, Mann. Ich passe die ganze Zeit auf und dann kommst du. Ja, komm runter. Oh, eine Dose. Kidding. Keine Sternmünze diesmal. Hm, was habe ich gemacht? Waddledee. Oh, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Wo bist du? Bin gleich da. Nice, gut gerettet.
Der zweite versteckte Waddeli. Oh, hier ist was. Nice. Die Fähigkeit ist schon chillig. Auf die Dauer kann sie langweilig werden. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Hm? Ach, das ist doch die Fähigkeit, die ich gerade habe. Vielleicht sollte ich mich mal beeilen. Nice! Richtig cool, der Move. Ist das spaßig? Nein, fall nicht runter. Kann man das kaputt machen? Nein, komm zurück. Oh mein Gott. So ein unnötiger Move von mir. Okay. Oh, was haben wir hier? Okay, eine weitere Mission beendet. Hm, irgendwas ist doch da. Ach so. Ich dachte, ich kann mich damit vollstopfen. Doch nicht. Was für ein schönes Level, oder? Kommt darauf echt gut klar. Tornado Kirby. Da war nichts mehr. Wiiu. Geil, ey. Einfach mal ausgewichen. Tuf, 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 tuf. Ja, dich würde ich auch gerne besiegen. Nein! Ich will dich doch nur besiegen. Greif mich doch nicht an. Ups. Vollstopfen? Ach was. Was geht denn hier ab? Das will ich überprüfen. Nein, falsche Richtung. Und jetzt? Bogenstopfer. Oh mein Gott, wie geil. Oh, wie cool ist das denn? Ah, nice. Sowas gab es neulich auch im zweiten DLC. Pokémon Karmesin und Purpur. Gut, ich habe ein bisschen geübt. Aha, nice. Pass auf. Aufpassen. Ausweichen und so. Und dann runter. Ja. Hoch, hoch, hoch. Ätzend. Vertikale Steuerung. Ach so, okay. Ah, da auf der anderen Seite war ein anderer Ring. Boah, ist das cool. Nein, verpasst. Den will ich diesmal erwischen. Pass auf. Nein. Okay, cool. Ich dachte, ich muss wieder von vorn beginnen. Runter. Ja, auf der rechten Seite bleiben. Runter, runter, runter. Jetzt hoch, 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 hoch. Aufpassen. 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 Aufpassen, aufpassen. Sehr gut. Weiter so, Kirby. Bogenstopfer, Kirby. Nice, nächster Abschnitt. Und es geht noch weiter, oder wie? Oh, wie putzig. Das war ja mega spaßig. Neuer Versuch? Geil. Wie geil, das finde ich nett. Dass man das so gemacht hat, dass wenn man Bock drauf hat, wieder zurückkehren kann. Hey, ich habe da was gefunden. Ach was. Okay, das bringt nichts. Hier ist was. Reicht das auch aus? Doch, das reicht auch aus. Cool. Sehr cool. Ein Schneemann. Okay. Da sind die Waddledees. Warte mal, ich sollte mich vielleicht nochmal umsehen. Auf einmal ist hier was Verstecktes. Nice. Gut gemacht, Kirby. Nice. Abschnitt abgeschlossen. Oh, so wie es aussieht, gibt es noch eine Mission. Doch nicht. Friere Federina mit einer Eispower ein.
Cool. Erledigt. Wilder Eisbert. Auch Dr. Eisbert wurde vom rätselhaften Wirbel in die neue Welt gesaugt. Er traf kurz vor Kirby ein, tauschte seine Kleidung gegen ein schickes Fell und schloss sich kurzerhand dem Bestienrudel an. Der Neue zu sein ist selten leicht, doch seine Bestienkollegen lieben ihren neuen Kumpel. Oh oh. Oha. Bizeps-Bestie. Gorillus. Gorillus betrachtet das örtliche Einkaufszentrum als sein persönliches Territorium. Als Teil des Bestienrudelvorstands obliegt ihm die Gefangennahme der Waddledees und die Beschaffung von Nahrung, die er meistens selbst verdrückt. Dafür kassierte er mehr als einmal einen Rüffel vom Boss. Was für ein saftiger Abschluss. Aha. Strom schnellen, wasserstark? Oh oh. Oh oh. Interessant. Okay, alles klar. Wasserwerk steht da. Wie komme ich auf wasserstark? Das ging zu schnell. Na gut, Leute. Im nächsten Part kümmern wir uns dann um dieses Level. Und ich frage mich, ob wir davor oder danach uns diese beiden Leveln anschauen sollten. Ich glaube, ich beginne den nächsten Part erstmal mit diesem Level. Gut, Leute, danke, dass ihr da wart und euch dieses Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Parts wiedersehen. Macht es gut und tschüssi!